Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich zeige euch heute, wie ihr diesen Topmodel-Look mit Wolle machen könnt. Für das Topmodel-Styling brauchen wir einmal Wolle. Ich habe hier einmal Glitzerwolle, beige Wolle und so pinkstichige Wolle. Und dann braucht ihr noch einmal Kleber, einen Bleistift und eine Schere. Als erstes zeichne ich einmal die Kleidung vor. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte meinem Model ein Oberteil zeichnen und einen Rock dazu. Das Oberteil möchte ich ganz gerne schulterfrei machen. Genau, das zeichne ich jetzt einmal. Bei dem Rock achte ich ein bisschen drauf, dass der hier weiter fällt, da das Model ja ein bisschen schief steht. Und jetzt beginne ich damit, die Wolle zuzuschneiden. Ich habe mir überlegt, dass ich an der Kante von dem Oberteil einmal gerne die Glitzerwolle aufkleben möchte, dass das damit sozusagen abschließt. Dafür lege ich dann einmal die Wolle an, um ungefähr zu schauen, wie viel man letztendlich braucht. Die Feinheiten kann man aber später noch machen und dementsprechend das noch abschneiden. Jetzt benötige ich einmal den Kleber. Dabei ist es jetzt nicht schlimm, wenn es ein bisschen über die Linien kommt. Das sieht man nachher nicht mehr. Jetzt mache ich weiter mit der hellen Wolle. Die lege ich dann auch immer an das Oberteil an, um zu schauen, dass es passt. Das Ganze mal ein bisschen andrücken, damit es auch am Kleber hält. Da man die Glitzerwolle nicht so doll sieht, weil es ja relativ dünn ist, mache ich da jetzt einfach nochmal jeweils eine Schicht drüber. Dafür tupfe ich dann ganz leicht nochmal auf die andere Glitzerwolle mit dem Kleber. Weiter geht es jetzt mit dem Rock. Da mache ich jetzt genau dasselbe. Also wieder einmal anlegen. Und dann abschneiden. Lieber ein bisschen mehr stehen lassen, damit ihr die Wolle nicht verschwendet, weil abschneiden kann man am Schluss immer noch. So, fertig ist jetzt unser Rock. Und jetzt schneide ich das Ganze nochmal minimal nach. So, jetzt sind wir mit der Kleidung komplett fertig und jetzt kommen wir zum Zeichnen. So, dafür male ich jetzt einmal die Haare nach mit meinem braunen Stift. Jetzt bin ich mit der Frisur auch fertig. Ich habe jetzt einen Dutt gemalt, auch extra so ein bisschen nur schraffierend gemalt, damit es ein bisschen unordentlich, sage ich mal, auch aussieht. Und hier nochmal so ein paar Haarsträhnen in das Ohr. Und fertig ist unser Model Styling mit Wolle. Wenn euch dieser Topmodel-Look mit Wolle gefällt, dann lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Gebt dem Video doch dann auch gerne einen Daumen nach oben und damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpasst, abonniert doch gerne kostenlos unseren Kanal. Bis bald!